Hey und herzlich willkommen zu Part 2 des Road to Luxury Let's Plays. Im letzten Part habe ich euch die gute Georgia Reed einmal vorgestellt und euch so ein bisschen ihre Hintergrundgeschichte erzählt. Und ja, wir befinden uns aktuell hier noch im Fitnessstudio bzw. Fitnessstudio / Wellness Spa Center von Oasis Springs. Denn wir haben uns eben am Ende vom letzten Part noch dazu entschieden, dass wir das hier mal erkunden wollen. Also spielen einen anderen Save-File, deswegen sind hier andere Gebäude als normalerweise hier sind und dann haben wir uns dazu entschieden, einmal uns das Wellness Fitness Center anzuschauen und genau, da befinden wir uns auch noch und ich habe hier hinten auch schon einen ganz netten, attraktiven Mann erspäht und mal ganz kurz mit dem Mauszeiger draufgehalten und gesehen, der Gute heißt Ambrose Gauthier und der Nachname klingt auf jeden Fall vielversprechend, vielleicht hat der Gute ja auch ein bisschen Geld über und ich weiß nicht, also er steht ja jetzt hier so, checkt sie vielleicht auch so ein bisschen aus, sieht zumindest irgendwie so ein bisschen aus. Ich würde mal sagen, wir können den Guten ja mal ansprechen. Vielleicht, ja, natürlich können wir wieder nicht kokett ansprechen. Vielleicht können wir das so machen. Ich habe nämlich einen Mod installiert, mit dem das geht hier, dass ich zeitweise andere Sims steuern kann. Und dann werden wir jetzt einfach mal so tun, als ob er sie eben entdeckt hat und sie ja sehr attraktiv fand. Und jetzt sich hier mal kokett bei ihr vorstellen wird. Kannst du mal aufhören zu tanzen? Dankeschön. Okay, ich fand sie auf jeden Fall sehr gut. Wir können jetzt auch mal nachschauen, was der erste Eindruck war. Okay, irgendwie hat es nicht funktioniert mit dem Mod, keine Ahnung. Das können wir jetzt irgendwie nicht nachschauen. Aber ich sehe hier, sie findet ihn sehr attraktiv. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, würde ich sagen. Und dann lasse ich die beiden jetzt hier eine Runde miteinander flirten. Vielleicht kann sie jetzt hier mal hier Nummern austauschen. Vielleicht war das auch einfach so. Er hat sie jetzt einfach im Gym so gesehen. Er fand sie ganz attraktiv, hat sie jetzt mal angesprochen. Fragt jetzt nach ihrer Nummer und wird sie so ein bisschen anflirten. Und sie wird natürlich auch hier zurückflirten. Hier so einen Kuss hauchen. Okay, also bei den beiden läuft es auf jeden Fall. Endlich mal. Weil wir haben im letzten Part auch versucht, so ein paar Menschen kennenzulernen. Es lief nicht so, muss ich sagen. Vielleicht können wir hier nochmal ein bisschen flirten und er fragt jetzt einfach mal, ob sie Single ist und wird ihr auch mal hier so einen Kuss hauchen. Und dann würde ich jetzt aber sagen, markieren wir ihn hier nicht mehr als gesteuerter Sim, weil wir spielen ja eigentlich eben nur sie. Vielleicht kann sie jetzt hier eben mal seinen Tag nochmal verschönern und vielleicht hier nochmal über letzte Investitionen reden. Vielleicht flunkert sie da auch so ein bisschen, weil wir haben eigentlich noch keine Investition getätigt. Aber vielleicht erzählt sie ihm auch, dass sie jetzt eben hier neu in der Stadt ist. Wir werden hier mal von Fitnessschirm. Kannst du bitte nicht abhauen, Boy? Bitte nicht. Vielleicht kann ich ihn irgendwie zur Runde hinzufügen. Und dann könnten die beiden mal da hinten vielleicht... Oha, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das habe ich, glaube ich, letztens übersehen. Also hier ist auch nochmal so ein Meditationsraum und so Massagestühle. Und eine Sauna. Das ist doch perfekt, oder? Dann lass hier mal zusammen in die Sauna gehen. Ich hoffe, der Typ bleibt jetzt mal ein bisschen da. Kannst du mitkommen? Dankeschön. Da folgt er uns auch schon. So muss das. So, und jetzt sitzen die beiden hier in der Sauna. Und ich finde, er sieht eigentlich echt schon richtig gut aus. Also wir werden ihm natürlich dann noch später ein Umstyling geben, wenn er jetzt für die Story wichtig wird. Aber ich finde, er ist schon eigentlich ganz so attraktiv. Wir werden jetzt hier mal so ein bisschen Bewunderung ausdrücken. Und vielleicht können wir ja auch mal so durch die Blume, ich weiß nicht, wie man das sagt man durch die Blume, so mal so ein bisschen nach seiner Karriere fragen, mal herausfinden, ob er vielleicht zufällig auch etwas Geld hat. Oh mein Gott. George hat erfahren, dass Ambrose als der Boss bei Flintenweiber arbeitet. Es passt so gut für die Story, ich kann nicht mehr. Also sie hat jetzt eben erfahren, dass er sozusagen, wir sagen jetzt einfach so, als Mafia-Boss arbeitet, also auf jeden Fall so ein paar shady Geschäfte macht. Und es passt einfach so gut, oh mein Gott. Ich schwöre auf alles, ich habe diesen Typen nicht erstellt. Das kommt jetzt voll so rüber, als ob ich den Typ erstellt habe und dann hierhin gecheatet habe. Und jetzt so sage ich, tue so, als ob ich ihn nicht kenne oder sowas. Aber ich schwöre, der war einfach schon im Spiel drin. Ja, sie hat jetzt einen Mafia-Boss kennengelernt. Warum passt das so gut? Okay, wir nehmen das auf jeden Fall als Story mit rein. Und vor allem, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir eigentlich auch mit Georgia spielen wollten. Also, dass sie eben auch in die Welt der shady Businesses so ein bisschen reinrutscht. Und es wäre vielleicht auch voll eine gute Story, dass sie sozusagen über ihn da in das Ganze mit reinrutscht. Wisst ihr, was ich meine? Wenn jetzt auf jeden Fall natürlich, weil ich denke, er hat auch natürlich Geld, wenn er Mafia-Boss ist. Dann werden wir jetzt mal so ein bisschen weiterhin kennenlernen und so ein bisschen weiterhin mit ihm flirten auf jeden Fall. Und hier so ein bisschen anmachen. George hat folgendes Merkmal von
Ambrose kennengelernt, romantisch. Okay. Und dann werden wir auf jeden Fall hier nochmal... Was können wir denn noch machen? Ich habe Angst, dass er wegläuft. Oh mein Gott, ich glaube, er läuft weg gleich. Nein, geh nicht. Wo geht ihr hin? Wo geht ihr hin? Nee, sag nicht, er geht jetzt. Kannst du bitte da bleiben? Wir sind gerade beschäftigt. Oh nee. Okay, also ich habe es geschafft. Der Typ ist wieder hier, er war nie weg. Und, ups, ist ein bisschen schwierig mit den Wänden hier. Aber wir werden jetzt hier einmal ein bisschen mit ihm... Nee, hau jetzt bitte nicht schon wieder ab. Bitte. Okay, die beiden wollen sich nur umarmen. Okay, vielleicht können wir es jetzt so machen. Ich werde ihn jetzt einmal... Nochmal kurz steuern. Okay, also die beiden haben jetzt nicht so Hunger, aber das können wir ja einfach hier cheaten. Kein Problem. Und dann wird er sie jetzt einfach mal auf ein Date einladen. Wie ging das jetzt nochmal? Hier, um Verabredung bitten. Also er hat jetzt eben gehört, sie ist hier neu in der Stadt. Sie kennt sich hier noch gar nicht so richtig aus. Und er hat sich jetzt eben dazu entschieden, sie auszuführen. Weil die beiden hatten jetzt auch ein bisschen Hunger nach dem Fitnessstudio. Und jetzt werden die zusammen was essen gehen. Und ich habe mir erst gedacht, wir könnten dieses Diner gehen, weil das wollte ich unbedingt mir mal anschauen. Aber ich weiß nicht, ob er, wenn er Geld hat, dann unbedingt in das nächste Diner gehen würde. Und dann habe ich gesehen, hier oben haben wir auch noch ein schönes Restaurant, das ich mal platziert habe, glaube ich, am Anfang. Und deswegen werden wir jetzt hier zu diesem Olive Garden gehen. Das sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. So, wir sind angekommen. Die beiden haben sich hier schon in Schale geschmissen. Und ich zeige euch jetzt einmal kurz das Restaurant hier, was ich platziert habe. Und zwar heißt es Olive Garden. Könnt ihr euch auch runterladen. Habe ich aus der Galerie. Und ich finde es richtig schön. Es passt doch hier total gut nach Oasis Springs einfach in die Stadt so und genau. Wir werden es einmal von innen anschauen und es sieht halt einfach richtig schön aus. Also hier ist auch so eine kleine Bar und dann hier so ein Bereich mit Tischen, dann hier Toiletten, die Küche und hier kann man auch noch sitzen. Man kann auch draußen sitzen, vielleicht machen wir das auch. Ich glaube, wir werden jetzt erstmal um einen Tisch bitten. Und zwar werden wir uns hier draußen einen suchen. Ich würde eigentlich gleich den hier nehmen. Der sieht eigentlich ganz schön aus. Dieser Platz wurde von anderen Gästen beansprucht. Von wem? Können wir dann hier hin? Na, hier könnten wir noch hin. Aber das ist halt so irgendwie so ein bisschen in der Mitte. Wie wäre es hier? Dann nehmen wir einfach den. Der sieht auch ganz süß aus. Und dann wird er hier einmal um den Tisch bitten. Und der Koch sieht aber auch ganz gut aus. Okay, nee, wir sind jetzt hier auf dem Date, ne? Ich finde auch das Kleid steht dir so unfassbar gut, ne? Ihm werden wir auf jeden Fall dann auch noch ein Umstyling geben. So, die beiden sitzen jetzt hier endlich am Tisch. Meine Restaurantbesuche funktionieren jetzt nicht immer so super. Ich hoffe, dass jetzt alles klappt. Und wir werden jetzt hier einmal direkt nochmal eine Runde flirten. Und er kann dann hier schon mal für den Tisch bestellen. Und zwar werden wir natürlich hier einen teureren Wein nehmen. Oder wir nehmen jetzt einfach hier diese Empfehlung des Hauses. River Blossom Hills Sauvignon Blanc. Keine Ahnung, kann ich nicht aussprechen. Und dann werden wir gleich den Hauptgang nehmen. Und zwar wird er sich ein Lammkarree bestellen. Und Georgia nimmt sich hier so einen Lachs in der Kräuterkruste. Und die beiden sind hier schon wild am Flirten. Vielleicht können die auch mal hier sich so ein bisschen auf normale Weise unterhalten. Also hier wenn man einmal Bewunderung ausdrücken. Wo gehst du schon wieder hin? Kannst du bitte da bleiben? Oh, sieht richtig gut aus, ne? Okay, er hat jetzt einfach nur bestellt, jetzt ist er wieder da. Und dann können die beiden sich vielleicht auch mal ein bisschen mehr kennenlernen. Und da müssen wir jetzt hier mal ein paar tiefgründige Gespräche führen. Das können wir auch gleich machen. Hier, tiefgründige Unterhaltung. Und ich würde auch sagen, dass wir jetzt aufhören, hier zu steuern. Denn wir wollen ja eigentlich nur mit ihr eben spielen. Das Essen sieht aber sehr gut aus. Hier ist eine Bestellung. Guten Appetit. Dankeschön. Dann können wir hier einmal ihm vielleicht eine fesselnde Geschichte erzählen. Irgendwas Spannendes aus unserem Leben. Und vielleicht auch so ein bisschen über Geld reden, weil ich habe auch gesehen, also da ist ja die ganze Zeit so ein Geldding-Zeichen über seinen Kopf aufgeploppt. Und das heißt dann, glaube ich, dass er eben auch hier dieses Merkmal gierig hat. Passt auf jeden Fall ganz gut. Ich glaube, die haben allgemein sehr viel Gemeinsamkeiten. Wir können ja mal hier nochmal eine tiefgründige Unterhaltung führen. Und dann ein bisschen über Interessen reden. Oh mein Gott, jetzt hat es gerade absolut geglitscht. Ich weiß jetzt auch nicht, was diese Kellnerin hier die ganze Zeit will, aber sie geht irgendwie nicht weg. Wir versuchen sie jetzt einfach mal hier so ein bisschen zu ignorieren. Und dann werden wir einfach hier noch weiter über Interessen reden und wir müssen auch hier über das Essen plaudern. Das können wir auch einmal machen, also hier von Essen schwärmen. Ich denke, es gefällt dir auf jeden Fall sehr gut, das Restaurant hier. Also hier könnten wir auf jeden Fall nochmal öfter hingehen, wenn diese komische Kellnerin weggehen würde. Also hier steht ja auch eine Kellnerin an dem Tisch. I don't know. Vielleicht gehört das hier so zum Service des Restaurants. Ah nee, sie geht weg. Sehr schön. Dann können wir jetzt hier so ein bisschen spicier unterhalten. So ein bisschen aufreizend posieren und dann ein bisschen flirten. Also er findet es auf jeden Fall sehr gut. Und das Date ist auf jeden Fall, würde ich sagen, sehr gelungen. Also okay, ich cheat das jetzt hier mal kurz, weil die haben locker schon 10-mal Kontakte geknüpft. Aber manchmal funktioniert das hier irgendwie nicht so, I don't know. Genau, und dann werden wir jetzt hier nochmal so ein bisschen Bewunderung ausdrücken. Sie wird so ein bisschen ihm schöne Augen machen. Und dann hier nochmal so ein Kompliment. Und dann können wir vielleicht hier einmal so seine Hände küssen.
Was geht denn jetzt ab? Oh mein Gott. Aber sie nimmt jetzt ihr seine Hände und dann wird er den Moment ergreifen und wird sie hier einmal küssen. Das ist so süß. Okay, das war jetzt ihr erster Kuss. Und ich glaube, das fand sie auch sehr gut. Und dann wird sie vielleicht auch ihm nochmal hier so einen Kuss hauchen. Und dann wird er so sagen, ja, wollen wir dieses Date vielleicht bei mir zu Hause fortsetzen? Und dann wird er sie jetzt einmal mit nach Hause nehmen. Und sie willigt natürlich ein, weil wir wollen ja sehen, wie er wohnt. So, wir sind jetzt bei ihm zu Hause angekommen. Ich habe sie gefunden. Und schaut euch mal dieses Haus an. Also er wohnt hier im reichen Viertel direkt gegenüber von den Landgrafs. Also er hat auf jeden Fall Geld. Das Haus selber habe ich mir jetzt noch gar nicht so richtig angeschaut. Also er hat auf jeden Fall hier hinten einen Pool und hier eine richtig geile Terrasse. Und hier drinnen habe ich jetzt noch gar nicht mich so richtig umgeguckt. Er hat auf jeden Fall eine große Küche. Und was ist das? Er hat keine Kinder, oder? Der ist schon Single, oder? Hat er Kinder? Ich weiß nicht, ich muss das mal ganz kurz nachschauen. Weil nicht, dass der jetzt irgendwie so eine Familie hat oder so. Nee, er hat keine Kinder und ist auch nicht verheiratet. Ich glaube, das ist einfach so zufällig generiert worden, dass er eben hier einzieht. Aber wir können auf jeden Fall dieses Haus mal so ein bisschen umstylen, umbauen. Vielleicht mache ich das dann mal in einem Stream oder so auf Twitch. Mal gucken. Aber das Haus an sich ist auf jeden Fall richtig geil. Und wir tun jetzt einfach mal so, als ob da natürlich keine Kinderzimmer drin sind, weil er hat ja keine Kinder. Und dann werden wir jetzt hier einfach noch so ein bisschen mit ihm flirten. Hier einmal so ein bisschen aufreizen, posieren. Und vielleicht hier so ein bisschen einen Kuss hauchen. Und ich denke, es ist jetzt so, also er hat sie ja so im Fitnessstudio gesehen und fand sie sehr attraktiv, wollte sie so ein bisschen klären, vielleicht eher so für eine kurze Session und ja, hat sie deswegen eben auch auf ein Date eingeladen und die beiden haben sich dann eigentlich irgendwie doch sehr gut verstanden, holla die Waldfee. Die beiden haben sich dann eben doch sehr gut verstanden, was er vielleicht auch nicht so gedacht hätte, dass sie ihn dann doch so flasht und ja, wollte sie es aber trotzdem eben mit zu sich nach Hause nehmen, weil er hatte ja einen Plan, als er sie angesprochen hat und ich denke, dass sie das schon checkt und durchschaut und dass sie deswegen ihm jetzt hier nochmal so einen Kuss gibt und dann aber sagt, dass sie nicht mit reinkommen wird. Also ich meine, wir haben jetzt das gesehen, was wir sehen wollen. Er hat ein fettes Haus und wohnt im reichen Viertel, das war so das, was sie ein bisschen herausfinden wollte. Und ja, dass sie sich jetzt so ein bisschen interessant machen möchte, so ein bisschen auf hard to get machen möchte. Und deswegen ihm jetzt eben hier so einen Kuss gibt und sich dann verabschiedet. Er versucht hier gerade noch sie doch zu überreden, aber sie wird sich jetzt auf den Nachhauseweg machen und nicht bei ihm schlafen. Und sie ist zwar jetzt noch gar nicht so müde, aber es ist eben schon 3 Uhr nachts und deswegen wird sie jetzt einfach nur noch in ihr Bett fallen und erstmal den ganzen Tag und den ganzen Abend so ein bisschen verdauen. Es war ja eigentlich so ihr erster richtiger Tag in der neuen Stadt, so ohne ihre Mutter. Sie hat diesen attraktiven, gut aussehenden Mann kennengelernt, der dann auch noch hier verraten hatte, dass er bei der Mafia arbeitet, dass er da in diesen zwielichtigen Geschäften unterwegs ist, was sie auch irgendwie irgendwo attraktiv und anziehend findet. Also ich denke, sie weiß selber gar nicht warum, aber sie ist ja zum Beispiel auch selber sehr interessiert irgendwie daran, auf so ein bisschen, ja, komischeren Wegen Geld zu verdienen. Also ich denke, normalerweise würde jemand von der Mafia vielleicht nicht direkt seinen Job so verraten, aber vielleicht ist es einfach so eine Masche von ihm gewesen, weil er halt weiß, dass es viele Mädels eben sehr attraktiv finden und dass er sie eben so leicht herumkriegt. Er denkt sich, glaube ich, da jetzt auch nicht unbedingt viel dabei. Also denkt jetzt nicht irgendwie, dass sie da irgendwie Gefahr für ihn sein kann, sondern er nimmt es einfach als Masche, um Girls rumzukriegen. Und hat ja auch irgendwie geklappt bei ihr. Und die beiden hatten auch ein sehr schönes Date. Aber ich denke, was er auch selber nicht so gedacht hätte, also er wollte sie ja eben nur für eine schnelle Nummer, aber dass die beiden sich eben so gut verstehen irgendwie und irgendwie voll auf einer Wellenlänge schwimmen, hätte er, denke ich, selber auch nicht so gedacht. Und jetzt wollte er sie eben nach Hause nehmen. Aber sie hat das Ganze schon so ein bisschen durchschaut und möchte jetzt auch eben selber so ein bisschen auf hard to get machen, wie ich ja schon gesagt habe, und sich ein bisschen interessant halten. Und auch wenn ich denke, dass sie sich unbedingt bei ihm melden möchte und mehr herausfinden möchte über seine Arbeit und über ihn selber auch, sie finden ihn ja auch sehr attraktiv, wird sie sich jetzt erstmal so ein bisschen, ja, zurücknehmen. Bist du aufgeregt wegen heute? Willst du, dass ich vorbeikomme? Oh mein Gott, wie süß. Ja, bitte. Oh, das ist so süß. Ihre Mutter ist einfach einen Tag weg und sie will direkt wieder vorbei. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir werden mal rangehen. Hey Georgia, ich bin's Ambrose, wie wär's mit einer Verabredung? Das ist genau das, was ich meine. Also er kann jetzt einfach auch nicht aufhören, irgendwie an sie zu denken. Und dachte so, das ist jetzt eine von vielen. Aber irgendwie weckt sie schon sein Interesse und will so ein bisschen so auf die Jagd nach ihr gehen. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen fragt er sie jetzt hier nach einer Verabredung. Aber ich denke, wir werden es einmal ablehnen. Vielleicht wird sie einfach sagen, ja, meine Mutter ist heute vorbeigekommen, weil ich sehe gerade hier, die Mutti kommt schon angejoggt. Und deswegen verbringt sie heute den Tag mit ihrer Mutter. Und natürlich kann sie aber an nichts anderes denken als an ihn. Und warum ist sie so müde?
Mythen. Und ich denke, sie wird auf jeden Fall auch jetzt die nächste Zeit sehr viel auch über die ganzen Business-Sachen so ein bisschen nachlesen, vielleicht auch von ihm versuchen, so ein bisschen was rauszufinden, ihn so ein bisschen auszuquetschen und dann auch selber mal überlegen. Ich kann ja mal ganz kurz gucken, welche Karrieren so vielleicht in Frage kommen würden für sie. Also ich war ja so ein bisschen am Schwanken zwischen Geheimagentin, also hier könnten wir Diamantenagentin und auch Schurkin werden oder eben in die Verbrecherkarriere eben einzusteigen und dann auch in die Richtung Boss, Orakel, irgendwas so in Richtung Mafia gehen. Aber ich weiß nicht, ob das dann so 100% ihr Ding wäre. Also ich schwank eben zwischen den beiden. Ich glaube nämlich, dass Agent halt auch richtig cool ist. Ich lese mal beides durch. Also bei Verbrecherin steht jetzt nicht, die das Sim will, sich an die Regeln halten. Als Kriminelle kannst du jede Menge Simulions scheffeln und Spaß haben. Also das klingt auf jeden Fall, denke ich, sehr vielversprechend. Also das ist ja so das, was sie eigentlich möchte. Und bei Geheimagentin steht, führe als Geheimagentin ein Leben im Schatten. Das klingt auch sehr interessant. Dringe in das Hauptquartier des Gegners ein und verfeinere deine Verhörkunst. Je mehr du lernst, desto schwerer kommt man dir auf die Schliche. Also ich finde, das klingt halt auch sehr interessant. Ich weiß halt nicht. Ich weiß halt auch nicht, ob wir mit ihr so richtig in diese Verbrecherrichtung gehen wollen. Also ich will jetzt auch nicht unbedingt, dass sie jetzt so ein richtig böser Sim wird. Deswegen, ich weiß nicht. Vielleicht gibt es auch so Mod-Karrieren. Also eben Karrieren, die jetzt nicht vom Spiel sind, sondern die irgendwelche Modder gemacht haben, die ihr da kennt, die wir da vielleicht auch mal raussuchen können. Und vielleicht, dass sie auch schon eben so eine Karriere machen könnte. Lasst mir dazu auf jeden Fall einen Kommentar da. Also was ihr eben besser fändet, ob es jetzt eher in die Richtung Agentin gehen soll oder doch in diese Verbrecherkarriere rein oder ob ihr vielleicht irgendwelche ganz anderen Karrieren von irgendwelchen Modern kennt, die vielleicht auch cool wären. Also lasst mich das gerne wissen. Deswegen, ich werde jetzt auf jeden Fall noch keine Karriere für sie wählen und dann muss ich jetzt einmal auf Klo. Mutti, kannst du mal kurz hier rausgehen? Und heute ist irgendwie Lotterietag und deswegen hier, Georgia liebt diese Tradition, weil sie materialistisch ist. Deswegen werden wir finden, I'm a girl. Nein. Nicht, wenn deine Mutti da ist. Also bitte, geh jetzt duschen. Geh bitte einfach duschen, Girl. Ich weiß, der Typ macht dich verrückt, aber ja. Genau, wir werden auf jeden Fall natürlich ein loskaufen. Wäre auch recht witzig, wenn wir das gewinnen würden, ne? Aber ich habe da noch nie gewonnen, deswegen I don't know. Aber wir werden auf jeden Fall trotzdem hier natürlich loskaufen, weil wir versuchen natürlich alle Wege, um an Geld zu kommen. Und die Mutti hat hier irgendein hitziges Telefonat. Wir werden auf jeden Fall dann auch gleich mal mit ihr so ein bisschen interagieren. Also, dass wir hier vielleicht so ein bisschen sie einmal hier liebevoll umarmen, weil wir sie jetzt noch nicht mal richtig begrüßt haben eigentlich. Und dann werden wir einmal nach ihrem Tag fragen. Können wir sie ein bisschen beruhigen? Wir werden ihr auf jeden Fall mal Bewunderung ausdrücken. Vielleicht auch irgendwie so ein bisschen dankbar sein. Also, das können wir jetzt hier irgendwie nicht auswählen, aber ich denke auf jeden Fall, dass sie ihr sehr dankbar ist. Und dann werden wir ihr ein Geheimnis erzählen. Und einmal ihren Tag verschönern. Und jetzt haben wir auch gerade eben hier das losgekauft. Hier versuchen zu beruhigen, das wollte ich die ganze Zeit machen. Weil vielleicht wollen wir sie erstmal ein bisschen runterbringen, bevor wir ihr erzählen, dass wir hier jemanden kennengelernt haben. Wie können wir das denn machen? Wir können hier über Stage sprechen. Okay, ich würde einfach mal sagen, wir werden jetzt hier erstmal über das Stage sprechen. Ihr einfach mal erzählen, dass wir eben gestern ja im Fitnessstudio jemanden kennengelernt haben, der sie auf ein Date eingeladen hat. Okay, geht's auf jeden Fall auch wieder besser. Das ist sehr schön. Genau, und dass wir dann so ein bisschen erzählen, dass wir dann ein schönes Date hatten, eben in dem Restaurant. Und dann werden wir natürlich ihr auch von dem ersten Kuss erzählen. Ich denke, sie erzählt nämlich ihrer Mutter schon so alles. Also ich glaube, sie lässt so vielleicht den Punkt mit seiner Karriere so ein bisschen raus aus der Geschichte. Aber ich denke schon, dass sie ihr viel erzählen wird. Und sie denkt sich so, ne, ich muss erstmal gehen. Oh mein Gott, das ist einfach die Mutti. Sie geht jetzt erstmal hier den Grill putzen. Ach man, sie ist so süß. Wir können hier einmal eine tiefgründige Unterhaltung führen. Vielleicht liegt ihr eben auch was auf dem Herzen. Sie braucht einfach auch so ein bisschen den Rat von ihrer Mutter einfach mal zu dem Ganzen. Und dann werden wir ihr mal sagen, dass sie heute richtig gut aussieht in diesem schicken Kleid. Und einfach so ein bisschen tratschen. Vielleicht sollten wir mal diesen Teller hier wegstellen. Und wir bekommen schon wieder eine SMS von Ambrose. Und er fragt schon wieder nach einem Date. Also er kann es echt nicht lassen. Er kriegt uns echt nicht aus seinem Köpfchen. Und zwar möchte er uns hier zu diesem Restaurant einladen. Ich weiß gar nicht, in welcher Stadt das ist. Ich würde es so gern annehmen, aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt schon der richtige Moment ist. Und vor allem, ihre Mutter ist halt immer noch zu Besuch. Wir könnten halt aber auch sagen, dass ihre Mutter sich jetzt sowieso auf den Weg macht wieder, weil sie wollte einfach vielleicht bei ihr vorbeischauen, wie es so läuft, ein bisschen mit ihr quatschen. Ich würde sagen, sie nimmt jetzt einfach mal an. Und will jetzt einfach sagen, ja, Mama, der hat jetzt nochmal geschrieben. Ich würde da schon den gern nochmal treffen. Und die Mutter sagt dann einfach so, ja klar, und ich weiß nicht, ob sie jetzt halt zu Hause wartet oder ob sie wieder zu sich nach Hause fahren wird, aber sie freut sich natürlich auch für ihre Tochter und möchte natürlich, dass sie hier auch Anschluss findet und ja. Jetzt werden wir aufs Date gehen. Okay, also ich weiß gerade gar nicht, wo wir uns hier befinden, in welcher Stadt das ist. Ist es das, was mit an die Arbeit kam?
Ich glaube schon, ne? Das ist doch dieses Magnolia Promenade. Auf jeden Fall steht hier ein nettes italienisches Restaurant. Und er sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Und auch sie sieht ja gut aus. Aber ich würde ihn halt echt gern schon ein Umstyling geben, ne? Ich werde es einfach mal versuchen. Und wenn es das Date abbricht, dann werden wir einfach wieder das Date neu starten. Das wird schon klappen. Und er hat hier noch so ein Merkmal, was ich hier runtergeladen habe von Teen Years. Nicht Merkmal, Bestreben wollte ich sagen, genau. Und deswegen geben wir auf jeden Fall ihm ein neues Bestreben. Ich denke, wenn er hier so ein Heartbreaker sein wollte, dann denke ich, macht's nur Sinn, wenn wir ihm das hier auch einmal geben. Hier, Serienromantiker. Und dann werde ich ihm jetzt einmal kurz ein Umstyling geben. So, ich bin fertig und ich würde sagen, dieser Typ sieht da mal richtig hot aus. Ich habe ihm jetzt diese Frisur gegeben, weil ich das irgendwie so passend fand. Ich weiß nicht warum, es hat irgendwie so gepasst wegen seinem Beruf und das alles. Und, I don't know. Auf jeden Fall, ich zeige euch einmal ganz kurz seine Outfits. Also das ist jetzt gerade sein erstes Alltagsoutfit, wenn er eben so ein bisschen lockerer angezogen sein möchte. Dann sein zweites Alltagsoutfit und sein drittes Alltagsoutfit. Ich habe ihm auch immer hier diese goldene Uhr gegeben und diese Kette mit dem Kreuz. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie so passend. Das ist so Klischee, aber ich finde es so passend. Dann seine Abendkleidung habe ich einmal das hier für so lockere Abende gegeben und einmal das hier. Dann sein Sportoutfit, seine Schlafkleidung, I mean, ne? Dann seine Ausgekleidung, die finde ich auch irgendwie so richtig geil, ich weiß nicht. Dann seine Schwimmkleidung, heißes Wetter und kaltes Wetter. Der Hut ist auch einfach so geil, ich kann nicht mehr. Ich hoffe, er gefällt euch auch. Aber ich finde ihn echt richtig, richtig cool. Und dann werden wir mal hier den Creator Sim verlassen. So, also zum Glück hat es geklappt. Die beiden haben sich jetzt hier in ihren Casual Outfits getroffen. Und ich würde mal sagen, ja, ich sehe schon hier, meine ganzen Sims haben wieder nichts an. Aber ich habe jetzt gerade keine Lust, jetzt irgendwie die ganzen Sims umzustylen. Deswegen werden wir uns einfach hier um einen Tisch bitten. Und zwar habe ich mich für den hier schon entschieden eigentlich. Und dann werden wir uns jetzt hier mal um einen Tisch kümmern, ihn mal so ein bisschen beeindrucken. Wir ignorieren mal, dass die alle hier nichts anhaben. Oh mein Gott, er sieht so gut aus. Ich werde auf jeden Fall noch weitere Tattoos runterladen, also Custom Content Tattoos, weil ich finde, ihm stehen Tattoos einfach unfassbar gut, aber ich habe leider nicht so viele gehabt. Deswegen werde ich mir auf jeden Fall noch weitere Tattoos dann geben, wenn ich es runtergeladen habe. Schaut ihn euch an, er sieht so gut aus. Ach, okay, ich muss aufhören. Also auf jeden Fall werden wir direkt hier all in gehen, hier direkt eine Runde flirten mit ihm. Können wir uns bitte hier zusammen hinsetzen? Und dann werden wir jetzt hier einmal für einen Tisch bestellen. Wir wollen natürlich auch nicht, dass er merkt, dass wir absolut kein Geld haben. So, aber zum Glück gibt es hier auch relativ günstige Sachen. Ich würde sagen, wir werden hier auch mal wieder die Empfehlung des Hauses nehmen. Ich meine, das ist auch ganz günstig, das können wir uns auch leisten. Und natürlich bestellen wir das jetzt nicht, weil wir kein Geld haben, sondern wir bestellen das, weil es halt eben die Empfehlung des Hauses ist, ne? Und dann werden wir hier wieder direkt zum Hauptgang gehen. Okay, hier gibt es doch auch ein bisschen teurere Sachen. Ich würde einfach mal sagen, die Jordan nimmt sich hier einmal so ein Hähnchen und er bestellt sich hier, weil er natürlich eben nicht weiß, dass wir nicht so viel Geld haben, er bestellt sich hier einfach hier ein Steak, jawohl, so. Und okay, 42 Simoleons, das können wir uns auch noch leisten. Und dann werden wir hier, ja, ein bisschen uns weiter unterhalten. Natürlich haben wir ihn auch noch nicht geküsst, weil wir müssen uns ja hier interessant halten. Aber wir werden ihn trotzdem ein bisschen Bewunderung nochmal ausdrücken und nochmal so ein bisschen kennenlernen. Und warum stehst du jetzt in meinem Bild? Ich will die beiden sehen. Und dann werden wir, ja, natürlich einen Kuss hauchen. Jetzt wissen wir auch, dass er aktiv ist. Das wussten wir ja schon. Aber es ist noch eine Gemeinsamkeit der beiden, dass eben beide sehr fitnessbegeistert sind. Ambrose und Georgia sind soeben gute Freunde geworden. Sehr schön. Also ich sehe auch hier, die Leisten sind schon sehr weit oben. Also die beiden verstehen sich halt echt viel besser als gedacht. Vielleicht aber auch einfach, weil die sich halt echt ähnlich sind. So, wir werden hier einmal eine tiefgründige Unterhaltung mit ihm führen. Und dann ein bisschen flirten. Und ihm nochmal hier so ein Kompliment über sein Aussehen geben. Und dann werden wir ihm hier nochmal eine dramatische Geschichte erzählen. Vielleicht wird sie jetzt so ein bisschen sich ihm gegenüber auch öffnen in Bezug auf ihre Vergangenheit eben so ein bisschen. Ich denke, sie fühlt sich schon eigentlich wohl bei ihm. Obwohl sie halt auch einfach weiß, dass es natürlich gefährlich ist, sich mit ihm einzulassen. Aber vielleicht ist es genau das, was sie so ein bisschen auch an ihm reizt. Und dann werden wir nochmal hier ein bisschen tiefgründiger einsteigen. Es ist schön, mit jemandem zusammen zu sein, mit dem man sich stundenlang unterhalten kann, sagt er jetzt zu ihr. Also ihm gefällt es auf jeden Fall auch. Er ist ja auch hartnäckig geblieben. Wir sind jetzt nicht so standhaft geblieben, weil wir sind direkt wieder mit auf ein Date mit ihm gegangen, aber gut, er hat einfach dieses Charisma, dem wir nicht widerstehen können. Und vielleicht können wir jetzt hier so ein bisschen dann Wange mal streicheln, bis das Essen kommt, dann können wir auch nochmal hier so ein bisschen flirten. Und hier so ein bisschen verführerisch flüstern und dann hier nochmal einen Kuss hauchen und dann werden wir mal hier eine Massage anbieten.
Also die beiden flirten ja auf jeden Fall wild. Aber ich glaube irgendwie, dass das mit der Bestellung wieder nicht geklappt hat. Weil hier ist auch gar nicht so diese Interaktion, dass wir irgendwie auf unser Essen warten. Deswegen, wir ignorieren das jetzt einfach. Wir tun einfach so, als ob die hier schon gegessen haben. Ich cheate das einmal hier hoch. Und der findet sie auch richtig, richtig gut. Also ist auch irgendwie hin und weg von ihr. Vielleicht erkennt er sich selber halt auch gar nicht wieder. Weil er sie jetzt halt eben doch sehr gut findet. Ich dachte, ich hätte gedrückt, dass die beiden sich küssen. Wollte ich hier einen kleinen Kuss noch austauschen, bevor hier das Date vorbei ist. Ach, jetzt endlich. So, dann gibt's hier noch so ein Küsschen zum Abschied. Und, jetzt kommt von Sanderte auch ein Kuss. Oh, wie süß. Und dann würde ich aber auch sagen, ach, jetzt kommt unser Essen. Super, das Date ist schon vorbei. Und jetzt kommt das Essen noch. Das ist mal wieder so typisch für mein Spiel. Ich würde einfach mal sagen, wir werden es hier natürlich trotzdem essen. Hier, dann schiebe ich das doch wieder zurück. Also das Date ist ja offiziell schon vorbei, aber dann ist halt einfach noch nicht vorbei. Und die Mutti ruft jetzt auch schon wieder an. Hallo Schatz, ich bin's Mama. Wann kommst du zu Besuch? Ich habe mir bei deiner Erziehung so viel Mühe gegeben. Du könntest zumindest ab und an vorbeikommen. Und deiner alten Mutter sagen, dass du sie liebst, oder? Also vielleicht ruft sie jetzt einfach so an und denkt sich so, wann kommst du nach Hause? Ich bin ja nicht umsonst zu Besuch gekommen. Ich dachte, du gehst kurz was essen mit deiner Bekanntschaft und kommst dann wieder. Und jetzt werden wir sagen, ich weiß nicht, was ich hier drücken soll. Wir drücken jetzt einfach mal, ich komme morgen. Alles klar, ich hoffe, wir sehen uns dann. Also sie entschuldigt sich jetzt einfach, dass sich das Ganze doch so ein bisschen zieht. Dann werden wir einfach morgen nochmal einen Tag mit der Mama verbringen. Dann werden wir jetzt hier nochmal ein bisschen Bewunderung ausdrücken und ein bisschen vom Essen schwärmen. Und irgendeine nackte Dame nimmt hier unser Geschirr mit, dankeschön. Und dann werden wir hier vielleicht auch nochmal unsere kreativen Visionen ausdrücken. Und vielleicht unterhalten sich die beiden jetzt auch über seinen Job so ein bisschen mehr. Also, dass sie ihm vielleicht auch sagt, hier materialistische Gedanken äußern. Dass sie das vielleicht irgendwie auch ganz interessant findet. Ich weiß nicht, was wir dafür drücken können, aber wir tun auf jeden Fall so, als ob die jetzt eben darüber so ein bisschen reden. Hier vielleicht auch ein bisschen nochmal tiefgründiger sich darüber unterhalten. Und er möchte natürlich jetzt erstmal nicht so viel preisgeben, weil das ist natürlich auch Sinn dieser Geschäfte, dass man da eben nicht so viel drüber spricht. Ja, aber ich denke irgendwie, dass er ihr schon vertraut damit. Sie sagt ihm jetzt einfach, dass sie eben ja ernsthaft so Interesse irgendwie auch daran hat. Hier, wir drücken nochmal hier so ein bisschen Bewunderung aus und dass sie halt gerne mehr darüber erfahren möchte. Weißt du was? Es war wundervoll, mit dir Zeit zu verbringen. Wir haben tolle Erinnerungen gesammelt und es werden nicht die letzten sein, da bin ich mir sicher, sagt sie ihm jetzt. Und wir würden natürlich ihn auch gern einladen, dass er vielleicht bei uns übernachtet, aber ich denke nicht, dass sie möchte, dass er weiß, wie wir leben. Deswegen werden wir natürlich nicht einladen, aber wir werden hier nochmal über die letzten Investitionen sprechen, also einfach so ein bisschen, ja, über das ganze Geldthema. Und dann werden wir natürlich nochmal eine Runde flirten und ihm nochmal einen Kuss hauchen und dann werden wir hier nochmal seinen Hals küssen und dann werden wir ihn auch nochmal richtig küssen und ja, dann würde ich einfach mal sagen, war das so der Abschiedskuss, es wird jetzt langsam spät, es ist jetzt schon 7 Uhr. Abends, wir sind, glaube ich, um 12 Uhr mittags hier hergekommen. Also es war ein sehr langes Date und ja, wir verabschieden uns jetzt von ihm und werden wieder nach Hause zurückkehren. Und, warum vergesse ich das immer, diese Rechnungen zu bezahlen? Ich habe, glaube ich, diese Rechnungen noch nie im Restaurant selber bezahlt. Sie wird sich jetzt hier so ein bisschen Zeit nehmen und sich einer ihrer Hobbys widmen, und zwar eben dem Yoga, und wird so ein bisschen einen klaren Kopf bekommen über das Ganze, was sie jetzt hier überhaupt tut und dass sie jetzt eben hier der Kontakt zu diesem Mafia-Boss hat und dass die beiden irgendwie eine ganz gute Beziehung aufbauen und sich ganz gut finden und ja, dass sie erstmal, glaube ich, auf das Ganze klarkommen muss. Sie ist jetzt erst seit ein paar Tagen hier. Es ist noch alles total neu und deswegen wird sie sich jetzt hier so ein bisschen die Zeit nehmen und einfach so ein bisschen Yoga draußen machen und den Abend ausklingen lassen. Ich würde sagen, jetzt kann sie erstmal hier auf Toilette gehen und dann werden wir hier noch eine Runde joggen gehen. Und vielleicht, wenn sie jetzt hier schon unterwegs ist und es ist eh schon dunkel, es sind nicht mehr so viele Menschen unterwegs, vielleicht kann sie dann auch hier nochmal so ein bisschen was sammeln gehen. Also hier werden wir hier so ein paar Blumen ernten, damit wir so ein bisschen auch an Geld kommen. Und dann kann sie hier mal graben gehen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht das, was sie sich so vorgestellt hat. Aber wir müssen eben so ein bisschen an Geld kommen. Noch haben wir uns ja noch für keine Karriere so richtig entschieden. Also schreibt mir da, wie gesagt, gerne nochmal einen Kommentar dazu, damit wir dann auch mit ihr ja in die Karriere starten können. Und was haben wir jetzt hier bekommen? Okay, also die Tuning-Teile können wir auf jeden Fall verkaufen. Dann haben wir einen Fossilstein. Das werden wir einmal extrahieren. Oh, wir haben nur ein zerbrochenes Fossil bekommen. Okay, 10 Simoleons. Und dann hier nochmal die Blumen werden wir auch verkaufen. Und oh Gott, sie muss echt dringend duschen gehen. Und sie bekommt
bekommt auch bald ihre Periode, deswegen ist sie so ein bisschen empfindlich und ein bisschen traurig. Und das werden wir ja auch einfach nochmal verkaufen. Also die Ausbeute war jetzt nicht so gut, aber fürs Erste passt es schon. Und dann werden wir jetzt hier wieder zurück nach Hause kommen. Moment, hier können wir glaube ich auch noch, genau, hier werden wir noch Salbei schnell ernten. Und dann kann sie hier auch noch einmal duschen gehen. Und dann wird sie schlafen gehen. Und ich würde an dieser Stelle auch den heutigen Part beenden. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu Ambrose. Schreibt mir gerne, Ideen, wie wir die ganze Story einleiten können. Schreibt mir auch gerne, wie gesagt, welchen Job oder welche Karriere wir eben mit ihr machen sollen. Und genau, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!